Hallihallo und herzlich willkommen hier bei FTL Faster Than Light. Und zwar seid ihr hier mitten auf Gamecraft Academy und ihr wisst es alle bestimmt schon. Ich bin der Tenchi von The Noobs Kanal und wir spielen hier wunderbar weiter. Wir suchen Schneckenschiffe, die wir dann schön runterschießen können, damit wir dann ihr Schiff übernehmen können. Und das wird dann super toll, denn dann haben wir ein neues Schiff und dann können wir auch Schnecken-like durch die Gegend fliegen und ein bisschen unsere Schleimspur verteilen. So, und dann sind wir auch schon einsatzbereit. Ich musste noch schnell ein paar Leute heilen und dann jumpen wir mal weiter dahin, wo nichts ist. Zum Beispiel da oder da. Das Problem ist, dass das jetzt hier kein Nebel mehr ist. Da verfolgt uns dann die Rebellen, die verfolgen uns dann wieder recht schnell. So, was haben wir hier? Ach, wieder so ein Mist. Hey, you can try to ship into the clouds, but it turns suddenly to attack. Hat das was damit zu tun? Nein, hat's nicht. Ja, die tarnen sich einfach, die Schweine. Dadurch kann ich meine Waffen nicht aufladen. Dann schießen sie auf uns. Das wird auch, ist auch kacke. Die ballern und ballern. Und wir können nichts tun, außer uns rüber teleportieren und ihre Waffensysteme anzugreifen. Aber die haben Schnecken an Bord. Das gibt's ja mal gar nicht. Die haben Schnecken an Bord. Was könnte ich denn mal treffen jetzt? So nebenbei aus Spaß und Lust und Laune. Hier. Ich habe wenigstens getroffen. Ausweichen können sie also nicht mehr. Und jetzt sollte ich mich gleich zurück teleportieren, weil der Laser kommt jetzt und schießt gleich. Und da ist er. Aber er schießt an uns vorbei. Aber trotzdem teleportiere ich mich zurück. Denn, oh, das, was gerade nicht geht, weil diese getarnt sind. Das war knapp. Muss man ja mal gesagt haben. Das war schon tierisch knapp. Ich nehme jetzt hier was zurück und mache meine Medbay mal ein bisschen powerfuller. Baller natürlich hier drüben weiter auf die Gegner ein. So. Und dann geht's wieder rüber. Das geht wieder aus, das geht wieder an. Unsere Schilde wurden ein bisschen ionisiert. Dann schießen wir schon mal so freundlich rüber. Das machen wir auch komplett aus. Das brauchen wir nicht mehr. So. Und dann geht's jetzt rüber. Dann erledigen wir jetzt den Rest, die restlichen Schnecken noch ein bisschen. Ja, da könnt ihr euch tarnen, wie ihr wollt, ist mir egal. Die haben ja ganz schön viele Schnecken da auf dem Schiff. Egal, das ist halt ein Schneckenschiff. Gut. Gut, dann continue. Zurückbeamen. Ein bisschen heilen gehen. Und ja, coole Sache, coole Sache. Ich suche immer noch das richtige Schneckenschiff, weil das richtige Schneckenschiff müssen wir dann runterschießen, bis es dann bloß noch so, glaube ich, 3 Leben hat oder so. Und erst dann können wir, haben wir die Chance, das Schneckenschiff auch zu bekommen. Aber das erkennt man halt hier, wenn sowas hier, weiß ich nicht, was ist das? You're surprised. Das ist schon wieder ein Text, der nicht da. Es ist auch kein, nicht das Richtige. Es ist ja ein Mantis, stelle ich gerade. Ja. Das ist halt ein Mantis-Schiff, die werden sich jetzt wahrscheinlich rüber teleportieren. Mal sehen, wo sie sich hin teleportieren werden, die kleinen feigen Schweine. Die haben einen Medic Bay sogar drinne. Krasse Kacke. Das heißt, dass wir sie einfach umbringen werden. So, ganz chillig. Ganz chillig umbringen. Ach, da sind sie gelandet. Und wollen unseren Charlie umbringen. Das lassen wir natürlich nicht zu. Wir sind ja stark genug, um sie aufzuhalten. So, und dann ballern wir jetzt auch mal drüben auf die Gegner. So, sind sie schon geflüchtet, die kleinen Schweine. Jetzt ballern sie und ballern mit Raketen und die treffen aber nicht. Jetzt schießen wir mit unserem Laser und mit dem kleinen Laser schießen wir auch noch hinterher. Und das macht schön Damage. Oh mein Gott, wir haben Angst. Wir möchten das aufgeben. Hier, nehmt ruhig unser Zeug. Nein, wir töten euch. Habt ihr ein Problem damit? Habt ihr ein Problem damit? So, der dahin, der Charlie muss nachher dann wieder geheilt werden. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Immer schon auf die Waffensysteme einfach, oh, einfach drauf oder einfach vorbei missen. Naja,
unser Dings schießt ja gleich, unser Laserbeam schießt gleich wieder drauf. Und da ist kaputt. Und ich glaube, dass unser Jack jetzt abgegradet wurde. Er hat jetzt komplett Aufladeskill bekommen. Oder irgendjemand hat auf jeden Fall auch hier das Schild. Also unser Mord sollte auch mal ein bisschen mehr Schildenergie, Schilddings bekommen. Ihr wisst schon, was ich meine. Schildskill. Schildskill. Ha, ha. So. Maximalste Ausbaustufe, die es gibt. So, mehr Ausweichen geht nicht. 55. Wir haben hier Stufe 2. Unser Pilot ist auch Stufe 2. Also mehr Ausweichen geht jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. 55%. Das heißt, die Hälfte der Schüsse, die auf uns eingeprasselt kommen, können wir ausweichen. Tja, und für den anderen Rest ist dann das Schild zufällig dann da, hoffe ich. So, Charlie wollte ich noch schnell reparieren. Heilen. Ja, der Charlie, der wird geheilt, nicht repariert. So, und dann geht's weiter. Wir jumpen und haben immer noch kein Schneckenschiff gefunden. Jetzt bin ich halt am überlegen, ob ich dahin fliege. Oder dahin, dahin. Ich könnte hier noch zwei mitnehmen. Oder ich nehme die drei noch mit. Schaffe ich das denn zeitlich? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber wenn ich von da nach da gehe, kann ich immer noch schnell zum Exit, oder? Ah, es wird knapp. Aber ich will das Schneckenschiff haben. Gib mir das Schneckenschiff. Mann, ist das zum Kotzen. Was haben wir hier? Acid Jump In. Ja, das ist schon wieder so ein Ding, was nichts damit zu tun hat. The hey you, greatness, I'm judging private captain, you must be full of fear, no? You have heard of me, no? Nein, ich habe noch nie von dir gehört, wir haben auch keine Angst vor dir. Heard of you, and I must see if you are dangerous, as they say, I challenge you. Ja, dann challenge uns mal. Okay. Ach so, die wollen uns angreifen. Das ist eine langweilige Challenge. Ich dachte, das ist so ein Wettrennen oder sowas. Angreifen. Oh, wir können sie ja mal sehen. Ach, stimmt ja, wir sind, ach, die haben ganz schön viele Schnecken am Schiff. Wo ist das denn? Das ist so ein Laserbeam, das ist ein normaler Laser. Klingt nicht so, als hätten wir, müssten wir da irgendwie Angst haben. Dann beame ich mir jetzt einfach mal schnell kurz rüber. Schauen wir mal, ob da jetzt irgendwas passiert. Ein paar Schnecken umbringen, ist ja nicht das Problem. So, ich habe nur Angst, dass unser Laser dann wieder alles wegballert da drüben. Oder beziehungsweise uns wegballert. Deswegen mache ich den doch mal aus. Schnell unsere Leute zurückholen. Ey, die sind durchgekommen. Boah, die Schweine sind durch unser Schild durchgekommen. Die haben halt einen besseren Laserbeam schon, die Säcke. Und ja, Medic Base gar nicht an, ist nicht gut. So, dann schieße jetzt auch mal rüber. Gibt's ja gar nicht. So, habt ihr verdient. So, seid ihr mal geheilt jetzt hier, ihr komischen Insekten. Ja, die Insekten sind geheilt. So, haben wir nochmal rübergeschossen, jetzt... Wollte ich mich gerade drüber beamen, was jetzt nicht mehr geht. Lädt sich das ja eigentlich auf, wenn die getan sind? Natürlich nicht. So, dann schießen wir trotzdem noch einmal nochmal rüber und dann beamen wir uns nochmal rüber und dann sind die erledigt. Sage ich es einfach mal so. Und ich hoffe ja, dass ich schalte die Gegner jetzt immer aus, damit ich mehr Scrap und so alles bekomme. Ist halt die Frage, nicht, dass es nachher so ist, dass wir komme nicht durch, das gibt's ja gar nicht. Nicht, dass es nachher so ist, dass, also es, mir wird ja angezeigt auf dieser Wiki-Seite, was für eine Begrüßungstext die sozusagen haben, die Gegner, die dafür in Frage kommen für das Schiff. Nicht, dass das nicht mehr aktuell ist und es andere Begrüßungstexte gibt, weil man darf die Slugs, glaube ich, nicht alle umbringen, oder? Man muss die einfach noch runterballern die ganze Zeit. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ja. So, haben wir wieder umgebracht alle. Hoffentlich kommt aus seiner Tarnung auch wieder raus. Das wäre sonst, ja, wär sonst nicht so gut gewesen. Reparieren noch ein bisschen hier. Damit das auch wieder ganz ist. Das wäre nicht schlecht. Gut. Ihr zwei seid heile, heile. Noch irgendjemand kaputt gegangen, ne? Nicht wirklich. Dann jumpen wir mal weiter. Oder können wir uns noch was leisten? Ich glaube eher weniger, weil das kostet doch 80. Ja, Hauptsache haben, würde ich sagen. Dann jumpen wir mal da runter und ich hoffe, dass wir jetzt hier vielleicht noch ein Schneckenschiff kriegen. Ach man, das wäre schon nicht schlecht. So, was ist das hier? Ein Deal wollen wir uns anbieten. Nein, klasse, so ein Scheiß. Oh, das habe ich nicht darauf geachtet, ob die Rebellen da sind. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Das,
So ein Slugship hat, glaube ich, ein Notrufsignal gesendet. Ja. Text Mantis Schiff, Text des Lackschiff. Auf all bases in der Galaxie des zu deserve. Das sind schon beide irgendwie Kacke, aber pff. Mantis Schiff, ein Lackschiff angreifen. Ich weiß auch nicht. Bin mir da nicht so sicher. Das ist doch so ein. Ja, ein Lackschiff haben wir nicht mehr bekommen. Ich glaube, das schaffen wir. Jetzt kriegt man nicht mehr ein Text Mantis Schiff, ein Text des Lackschiff. Was greifen wir dann an? Mal gucken. Die Schlacks sind eigentlich ganz schlackig. Mantis-Schiffe sind ganz mantisch. Ich weiß nicht. Ah, das ist so schwer. Es ist so schwer. Wir greifen mal die Mantis an, weil das ist ein Slug-Sektor. Und dann. Obwohl die Mantis sind natürlich schwieriger auszuschalten. Merke ich ja gerade, weil das sind ja Kämpfer. Kämpfer sind das. Egal, dann greifen wir trotzdem hier mal. Volle Kanne einfach mal an. Ach, die kommen wieder rüber, die Säcke. Dann werde ich das hier wieder aktivieren. Ich das hier mal kurz aus. Aktiviere ich das. Hier mal eins runtergehen. Dann in der Zeit, wo ich jetzt hier nicht kämpfe, kann ich dann schon mal voll den mit den Waffen drüber ballern und alles tot machen. So, du bist fast tot. Gehst jetzt mal raus. Danke. Du gehst dahin. Oder doch auf den Teleporter erstmal. Komm, dann hauen die nicht ab. Ja, natürlich miss ich. Ja, da sind sie abgehauen. Da sind sie abgehauen. Na gut. Hätte ja sein können, dass ich das hinkriege. Dann würde ich sagen, Waffensysteme. Ja, ich baller die jetzt einfach weg. Weil ich sehe ja auch gerade, die haben ja auch ein Medic Bay und dann wird es nicht viel bringen, jetzt tatsächlich da rüber zu teleportieren. Warum ist der jetzt da stehen geblieben so? Deswegen werden die einfach umgebracht. Das geht auch. Mit unseren super, mit super, super Laser. Ha! Ja, mein Mantis gekillt. Ja, cool. Gut, dann nochmal schön rüberballern. Und dann sind sie tot. Sind sie kaputt gegangen. So. Das Mantis defeat your contact wegen Slug. Use. But that's we do not have the. Ach, die wollen uns nicht. Ach, die dämlichen. Das gibt's ja nicht, ne? Das gibt's ja nicht, ja? Du hilfst diesen Schnecken und dann sagen die, ne, wir sind gerade nicht flüssig, wir können dir gerade keine Belohnung geben. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich habe euer Leben verschont. Euer Leben habe ich gerettet. Tja, das gibt's nicht bei mir. Bei mir gibt's das nicht. Wir greifen die Schnecken an und bringen sie auch noch um. Nein, was? Ach so. Aha, auf einmal sagen sie, ah, das war bloß ein, war nur ein Fehler und so. Ja, auf einmal können sie es uns doch geben. Ja, ein Reverse Iron Field haben wir bekommen und ein Scrap. Aber das Iron Field, ja, das könnten wir schon gebrauchen. Dann nehmen wir den Jammer weg, der ist eh dann unnütz. So, denn das Ding schützt uns vor Ionenblaster ein bisschen. Kann man vielleicht gut gebrauchen irgendwann. Gut. Sehr schön, haben wir auch alles kurz gemacht und so. Wir sind auch total heile und so. Dann machen wir hier noch Klick. Dann haben wir jetzt alles auch komplett ausgebaut. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, das brauche ich nicht, dann mache ich das so. Dann habe ich 4 Schild leer und 55 Ausweichen, das Maximalste, was glaube ich geht. Jetzt müsste bloß noch der Mord auch mal ein bisschen besser werden. Aber der ist ja fast voll. Dann lädt das auch richtig schön schnell nach. Gut. Auf. Ja. Wenn ich jetzt da hinspringe, bin ich dann, muss ich dann gegen ein Föderationsschiff kämpfen, weil die Linie. Ich glaube, wir fliegen jetzt voll in einen Rebellendings rein. Und auch noch in einem Sturm. So, gut. Dann würde ich sagen, bringen wir sie um. Einfach komplett umbringen, ganz schnell. Und schmerzhaft, ja. Ganz schnell und schmerzhaft. Ah, die haben sich jetzt rüber teleportiert, die Dämmschweine. Wo sind sie? Da unten. Kloppen sie gegen die Tür. Oh. Nee, ihr könnt ruhig da bleiben. Ach, schade. Ich hab vergessen, hier die Tür zuzumachen. Lol, wir haben sie umgebracht. Na, einer hat sich wegteleportiert. Mal die Tür wieder zumachen. Hier. So, ich muss aber mal gucken. Ich muss ja noch ballern. Ganz vergessen. Ja, unser Laser macht ja schon einiges. Der Laser ist echt cool, diese Artillerielaser. Oh, unser Medic Bay ist ja gar nicht an. Da muss ich doch mal hier ein bisschen was abziehen. Wenigstens ein bisschen was.
Damit die sich noch heilen. Wenn sie jetzt getroffen geworden wären, wären sie jetzt tot gewesen. Das wäre nicht so schön. So, mit Laser ein bisschen rüberballern. Und ihr geht wieder in eure Position. Das wird wieder abgezogen. Geht wieder hier drauf. Da haben wir wieder mehr Ausweichskill. Dann kommt jetzt der Endschlag mit den Lasern und mit den seitlichen Lasern. Cool, cool, cool. Ja, die können nichts mehr machen. Wir haben eigentlich schon so gut wie gewonnen. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, wir bekommen halt keinen Scrap von Rebellen. Weil sonst könnte man ja die ganze Zeit gegen Rebellen kämpfen. Und dann könnte man sich total groß aufleveln. Aber sowas gibt es hier leider nicht. Ich lasse, glaube ich, die Artillerie mal das kaputt machen. Genau. So. Wir haben einen Full. Einen Full bekommt man dafür, ja. Auf zum nächsten Sektor. Ja, Mantis-Kontrollensektor. Oder Sultan-kontrolliertes Ding. Die Sultan. Ich muss mal kurz schauen, wie man denn ein Sultan-Schiff bekommt. Ich bin gleich wieder da. Ja, gut, da bin ich wieder. Ein Sultan-Schiff bekommt man nur in einem Sultan-Homeworld. Ich würde trotzdem gern in den Sultan-kontrollierten Sektor fliegen, weil erstens ist das nämlich ein ziviler Sektor. Und zweitens haben wir da vielleicht noch die Chance, einen Sultan zu bekommen für unsere Crew. Das wäre ganz gut, dann hätten wir eine zusätzliche Energie und ja, kann ja nicht schaden, eine zusätzliche Energiequelle zu haben. Ja, jetzt sind wir hier und das war's dann für diesen Part erstmal und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt FTL Faster Than Light, hier mit dem Tenchi. Genau, tschüssi!